Okay, da das hier eine neue Staffel ist und ich ja auch nicht möchte, dass das langweilig wird, habe ich mein anderes Instrument rausgeholt hier. Also, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist erstmal gucken, wen haben wir da noch alles? Also, Nussi, Jefim, Harmon, Cross, Sissi, Bench, Nunu, Carsten, Kerstin, Heiko und Markus sind momentan Teil der Kolonie. Müssen wir gucken, was wir für Tiere haben, ob die alle mitnehmbar sind. Und da müssen wir gucken, wo wir überhaupt hinwollen. Also wir sollten zuerst mal, bevor wir losgehen, sollten wir erstmal alles einsammeln, was hier rumliegt. Das ist eine ganze Menge Zeug. Unwürdiger Thronsaal, ja, ist egal. Dann sollten wir vielleicht ein paar Betten ausbauen, damit wir die gleich mitnehmen können. Und zumindest hier das wunderbare Kunstbett mit Carsten in Unterhosen drauf. Das muss auf jeden Fall mit. Und das komische HR-Gigabett, was, wo war das hier? Zeichnung von einer einsamen Arcotech-Projektion, die nach rechts geht. Zwei Cowboys sind im Hintergrund zu sehen. Das Werk fühlt sich herzlich an und hat eine sehr statische Struktur. Hatte ich das schon mal vorgelesen? Zwei Cowboys? Okay, offenbar Markus und Nuno haben ein Bett mit zwei Cowboys drauf. Okay. Da muss das hier wahrscheinlich das andere Bett gewesen sein. Schon fast ein eigenes Kunstwerk. Also ist kein eigenes Kunstwerk, aber fast. Dann weiß ich jetzt nicht, wo das andere Bett war. Da war doch irgend so ein HR-Giga-inspiriertes Mechanoiden-Bett oder so. Also wie viel Nahrung haben wir hier denn noch? Jede Menge Dope und LSD-Pflanzen hier und zu essen haben wir momentan gar nichts mehr. Kann das sein? Das ist eher ungünstig für, wenn man Karawane machen will. Wo ist das alles hin? Das war doch neulich noch voll. Alles aufgegessen hier. Okay, ja gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder Essen besorgen. Und vermutlich müssen wir, wenn nicht gar einen Großteil der Tiere schlachten. Zum Beispiel die ganzen Geißen, die ganzen männlichen und die ganzen nichtträchtigen weiblichen vielleicht. Und da machen wir dann lecker Essen draus und das können wir dann mitnehmen und uns davon ernähren. Die Faultiere brauchen wir auf jeden Fall. Es ist eigentlich ein Verbrechen, dass noch keins von den Faultieren schwanger ist. Die Muffalos sind alle drei männlich, also müssen wir die behalten. Ich meine, das sind Tragetiere, wunderbare Tragetiere, genauso wie die Pferde. Und die Alpakas auch, sind auch Tragetiere, also die werden wir brauchen, denke ich mal. Aber dann sowas wie die meisten Truthähne, die meisten Enten. Und es tut mir leid, das zu sagen, aber die meisten Yorkshire Terrier, weiß ich nicht, ob die uns nicht eher behindern. Aber schauen wir mal. Gut, gucken wir erstmal, was wir hier noch an Gefangenen haben. Wir haben noch Constantia und Buffy. Wollten wir Buffy behalten? Was ist Buffy für jemand? Frohnatur, hässlich und zu klug. Und eigentlich eine gute Ärztin, gute Konstrukteurin, gut im Bergbau. Eigentlich würde ich die schon ganz gerne mithaben für die Kolonie. Ist die Frage, brauchen wir diese nervige Stimme mit dem Weichei und die auf keinen Fall Brandbekämpfung macht? Es ist Kurzschläfer und kann Kunst machen. Hm. Und Konstruktion ist natürlich auch ziemlich gut. Hm. Und auch Medizin. Also vielleicht sollten wir gucken, dass wir die beiden noch überzeugt kriegen.
Vielleicht brauchen wir Harmon nicht wirklich, weil der ist sehr nah am Wasser gebaut und ständig flippt er aus wegen irgendwas. Okay, dann gucken wir uns mal die Weltkarte an, um zu sehen, wo wir eventuell hin können. Okay. Weltkarte, Weltkarte. Okay. Und hier nah an der Quelle eines Flusses. Nah an einer Straße, so wie es aussieht. Hier ist, also wir könnten, also hier ist wahrscheinlich unpassierbar, aber wir könnten hier die Straße entlang und dann entweder hier so in dieses, was ist das? Savanne. Okay, hier ist die Wachstumsperiode ganzjährig. Das heißt, wir hätten hier keine Winterperiode, wo nichts wächst. Das wäre schon mal gar nicht schlecht. Ist die Frage, wie fruchtbar da das Land ist. Aber hier gleich nebenan hätten wir auch Wachstumsperiode, tropischer Regenwald. Hier ist leider unpassierbarer Stein. Aber wenn wir hier zum Beispiel hin könnten, hätten wir Fluss, einen Stein und ganzjähriges Wachstum. Das wäre eigentlich prima, prima Ort hier. Wie weit ist das weg? Kann man das irgendwie gucken, wie weit das weg ist? Mal gucken. Wie macht man überhaupt hier Karawanen? Weltkarte. Öffne die Weltkarte und zum Be Ah, ja, da oben wahrscheinlich irgendwie, oder? Weltkarte. Karawanen zu formieren. Ach so, ich muss hier hingehen, dann kann ich eine Karawane erstellen. All deine Kolonisten sind dort. Okay. Ah, ich kann Harmon auch dort lassen, wenn zum Beispiel Harmon mehr Ärger macht, als ich denke. Und dann kann er quasi auf das Gebiet aufpassen, bis ich angekommen bin. Und dann kann ich immer noch sagen, ich gebe das auf. Mal gucken, wie wäre das denn, wenn wir eine Karawane erstellen würden? Was wir jetzt noch nicht machen wollen, dann packen wir die hier alle rein. Ach, ich kann die Gefangenen mitnehmen. Okay, das ist cool. Packen wir die Tiere auch alle rein. Ja, wir haben null Nahrung, das ist ein bisschen das Problem. Aber wir haben ja abgespeichert, beziehungsweise wir haben ja gerade erst geladen. Das heißt, wir können hier mal einfach mal ausprobieren, wie das laufen würde. So, das ist jetzt alles. Dann kann ich gucken, was ich hier für Ware nehme. Ich nehme auf jeden Fall die Bauteile mit. Ja, gut, ist nur eins. Dann nehmen wir auf jeden Fall so Sachen mit wie Medizin, Kräutermedizin, Plastahl, Uran, Jade nehmen wir mit. Alles, was wertvoll ist, nehmen wir mit. Leichen brauchen wir nicht mitnehmen. Verbesserte künstliche Wirbelsäule, die nehmen wir mit. Dann diese Personenhammer. Oh, das ist schon zu viel. Ach, das ganze Holz ist zu viel. Okay. Das ist jetzt alles, was ich mitnehmen kann? Das ist ja nicht so scheußlich viel. Kann ich denn nichts auf die Tiere packen? Warum können die Riesenfaultiere nichts tragen? Bullshit! Warum können die Pferde nichts tragen? Ah, doch, die Pferde können was tragen. Okay. Ja, dass die Riesenfaultiere nichts tragen können, das erwischt mich jetzt ein bisschen kalt, weil ich hätte gedacht, wir können mehr mitnehmen.
Jetzt müssen wir den ganzen Quatsch hier lassen. Das ist natürlich ungünstig. Auch die ganzen Waffen und das. Das ist ungünstig. Und da haben wir noch kein Essen dabei, aber machen wir das spaßeshalber mal, um zu gucken. Ein oder mehrere Wegpunkte, okay. Können ja hier vielleicht. Und dann da. 7,8 Tage. Tiere sind fähig zu grasen, ja. Sollen wir das mal spaßeshalber versuchen? Ich glaube, wir versuchen das mal spaßeshalber. Mal gucken, ob wir ankommen. Mal gucken, wer alles noch lebt, wenn wir ankommen. So. Okay. So, gehen wir erstmal dahin, dann können wir vielleicht Sachen kaufen von Tieren, die wir verkaufen. Scheiße, ich habe das Silber noch gar nicht mitgenommen. Das Silber ist natürlich. So. Was soll's? Aha. Jetzt wird hoffentlich die Karawane zusammengestellt. Warte mal. Nee, scheinbar nicht. Ja, es hilft nichts. Also die können grasen, die Yorkies können nicht grasen. Waren, also zack. Und wir brauchen Silber. Wo ist Silber? Silber. Hier ist Gold und Silber. Gut. Das brauchen wir natürlich auch. Dann die Medizin natürlich. Das können wir vielleicht verkaufen. Ja. Der kann ja auch nicht so viel wiegen, oder? Nee. Jetzt klappt das, komisch. Okay, dann versuchen wir einfach mal anzukommen, ohne zu verhungern. Mal gucken. Karawane wird automatisch zum ersten Wegpunkt reisen. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Es dauert alles ein bisschen. Ich sage Bescheid, beziehungsweise ich überspringe die Zeit, bis die Karawane am Wegpunkt angekommen ist, beziehungsweise bis sie sich auf den Weg macht.
Bench hat keine Fressattacke mehr. Super Bench. Schön. Okay, aber ich über. Kritischer Alarm, Zusammenbruch. Wer denn jetzt? Nussi, Sissi, Harmen. Ist ja nicht, dass Nussi dann da bleibt oder so. Was ist denn Nussi über die Leber gelaufen? Hier sehr hungrig, abscheuliche Schlafsaal, unansehnliche Umgebung, durchnässt. Ja, die üblichen Sachen hier. Ne? Ah, Widerstand von Buffy gebrochen, sehr gut. Gucken wir mal. Das ist echt ohne Nahrung, ist das keine gute Idee. Aber wie gesagt, ich... Neuer Rekrut, Constantia, sehr gut. Schön, schön, schön. Geht ja doch. Dann muss sie halt auch selber laufen. Vielleicht können wir dann mehr tragen. Jo. Sie zieht sich schon mal an, das ist sehr gut. Feinde, nee, danke. Keine Quest gerade. Wir versuchen unser eigenes Ding zu machen, ja. Gut, also bis gleich. So, jetzt sehen wir, wie hier alle zusammenkommen. Alle. Hunde, Truthähne, Alpakas, Riesenfaultiere, Muffalos. Yorkshire Terrier. Steinböcke und Yaks und das Boomalope und die Enten und die Leute und auch sogar Anwälte wie Constantia. Ja, und dann schauen wir mal. Dann sammeln die jetzt hier überall den Kram ein, packen den auf die Yaks, wie man hier sieht, und auf die Pferde. Jo. Sehr gut. Auch so ein bisschen Tierfutter. Wir haben sogar eine Ratte. Wir haben sogar eine Ratte. Ratte 1. Wir können leider nicht alles mitnehmen, aber ich habe jetzt die ganzen Waffen dazu gepackt. Und die ganze Nahrung, die wir jetzt wieder haben. Das Holz muss leider hier bleiben. Wir müssen dann im Urwald, da wird es wahrscheinlich genug Holz geben, denke ich mal, erstmal. Und dann geht es irgendwann los. Mit Nussi und Buffy. Und Sissi bricht zusammen. Dann können wir vielleicht mal eine Basis bauen, die so ein bisschen ein Konzept hat und nicht so Kraut und Rüben ist wie das Ding hier. Weil, wie gesagt, man muss nur von 2-3 Seiten gleichzeitig angegriffen werden und schon funktioniert der ganze Scheiß nicht mehr hier. Seid ihr denn nun bald fertig mit Packen? Sissi, Cross und Nussi sind so unsere Sorgenkinder hier. Und Markus. Warum ist denn Markus schlecht gelaunt?
abscheuliche Umgebung, unwürdiger Thronsaal, hat rohe Nahrung gegessen, hungrig, schläfrig, beschädigte Kleidung, gestörter Schlaf. Aha, aber plus 8 wegen Meinung von Nuno. Und richtig gemütlich. Also abscheuliche Umgebung, unwürdiger Thronsaal, in der Kälte geschlafen, richtig gemütlich. Okay, also so ein bisschen wie hier Wave Gothic Treffen in Leipzig. So, könnt ihr nicht langsam dann mal loslaufen? Ich meine, was ist hier los? Ist immer noch nicht alles auf die Tiere verladen scheinbar. Buffy, was ist Buffy für eine? Buffy ist eine Fernkämpferin, okay. Dann rüstet Buffy mal den Kurzbogen aus, weil das ist besser als nix. Carsten hat eine Prügelei mit Sissy angefangen. Carsten! Deine Kolonisten stellen die Karawane jetzt weiter zusammen. Carsten und Sissy prügeln sich nicht mehr. Ich möchte mal wissen, warum. Carsten und Nussi quatschen über bequeme Möbel. Okay. Sieht realistisch aus. Sissy beleidigte respektlos die Augen von Carsten. Das hat Carsten richtig wütend gemacht und er schlug zu. Das ist schon alles? Carsten und Cross unterhielten sich über das Tragen von Melonen. Okay. Markus diskutierte mit Carsten über Lerchen. Carsten und Nuno redeten über Spitzmäuse. Heiko beleidigte unterschwellig die Schießfähigkeiten von Carsten. Okay. Jetzt schlafen die alle hier draußen. Ambrosia-Exzess, Nussi. Nussi, Renaissance-Mensch, gibt sich die Droge Ambrosia. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war abscheulicher Schlafsaal. Neuer Rekrut, Buffy. Okay, ja, das war alt. Hoffen wir mal, der Nussi ist wieder dabei, wenn wir abreisen. Es dauert ewig, so eine Karawane zusammenzustellen, wenn man komplett alles mitnehmen will. Aber das ist das eine Mal, dass es wirklich hilfreich ist, dass wir viele Tiere haben. Mal abgesehen von die Tiere kaputt töten können, wenn man Hunger hat. Ist, dass sie jetzt hier Kram tragen. Speichert nochmal. Das sind mittlerweile alle zusammenbrüchig. Könnt ihr bitte mal... Die sind alle noch, bildet eine Karawane, okay. Was ist hier? Überfallrapiere von John? Okay. Wo sind denn diese Rapiere schon wieder von diesem John? Da, da nehmen wir einfach mal alle. Alle. Geht mal dahin. Und der Rest geht hier hin. Okay. Oh, wenn die hier durchgehen, das wäre natürlich cool. Geht's denn bald mal weiter?
mal alle verwirrt oder. Gehen wir mal hier hin und schießen auf die. Ja, machen wir das. Reicht. Sich schon wieder Konstanz hier am Boden. Sag mal, ihr solltet eigentlich, solltet ihr eine Karawane bilden. Super. Und Granaten werfen wir auch noch und schleppen jetzt Konstanz hier weg. Okay, das kriegen wir behoben. Warte mal. Oh, menschenjagendes Rudel. Okay. Menschenjagende Alpakas? Gespannt. Aha, okay. Könnt ihr auch mal treffen hier? Ja, sehr gut. So soll das eigentlich laufen, wenn hier so ein Angriff ist und wir haben uns diese Schussanlage aufgestellt. So, sind überhaupt noch welche da? Ja, da unten laufen noch ein paar, ne? Ja. Es wird natürlich, unsere neue Basis wird das alles erstmal nicht haben und wir müssen den ganzen Kram wieder besorgen. Aber dafür kriegen wir das vielleicht von Grund auf so hingebaut, dass es einigermaßen aussieht. Ah. So. Oh, wir haben zwei neue Enterichse. Wo ist denn unsere Karawane und warum läuft die nicht los? Irgendwann steht da ja, die Karawane ist bereit, oder? Wollen wir das mal hoffen? Fuck. Sowas. Warum dauert das so lange? Behandlung benötigt Buffy. Ah, ich meditiere. Sehr schön. Harmon baut hier tatsächlich noch Fallen, was nicht mehr ganz so sinnvoll ist. Wir könnten das Bauen mal erstmal ausstellen überall.
stattdessen ein bisschen mehr Tierpflege anmachen hier. Das ist vielleicht sinnvoller, wenn wir mit der Karawane los wollen. Ah, die Karawane. Stellen die Karawane weiter zusammen. Sehr gut. Achso, Nunu geht spazieren. Okay, ich dachte schon, was läuft die da rum? Okay. Sind wir denn bald mal fertig mit der Karawane? Ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Verdammt, und nichts passiert ja. Außer, dass die Leute durcheinander wuseln da. Schon wieder hungernde Kolonisten. Ja, wenn ihr dann mal losziehen würdet. Ah, es geht los, glaube ich. Es geht los! Cool, cool, cool. Genau richtig. Ah! Oh Gott, die gehen hier durch die schlafenden Mechanoiden durch. Das hätte ich jetzt so nicht gemacht. Cool! So, hier sind die Nachtzügler, Ente 4 und Truthahn 10. Nein, ne? Ich hau jetzt nicht ab. Nein! Jetzt gehen alle wieder zurück, weil ich besessen von Leichen bin. Ein Esel ist verrückt geworden. Ah! Okay, also da kümmern wir uns aber beim nächsten Mal drum. Das hat jetzt heute nicht sein sollen, dass wir schon anfangen mit dieser Karawane, weil ich wieder mal besessen von Leichen bin und darum unsere ganzen Reisepläne über Bord geworfen werden. Das ist ein bisschen schade, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Und beim nächsten Mal sehen wir dann hoffentlich, wie die Reise über Land funktioniert hier. Okay, dann bis dann.